Hi, Banana Crumble hier auf dem süßesten Meerschweinchenkanal der Welt, die Meris. Heute gibt es mal kein Video von uns, sondern von anderen Meerschweinchen und von denen behauptet man, dass die Tricks können. Das will ich aber auch erst einmal gesehen haben, um es zu glauben. Darum begrüßt mit einem freundlichen Applaus die Schweinewohner. Die kennt man ja eh schon. Also, viel Spaß. So, hier wurde wieder einmal sauber gemacht. Und sie meckern mich auch schon wieder gewaltig an, weil noch kein Heu da ist. Wir haben zwar Wasser, aber noch keine Einrichtung. Keine Sorge, das soll nicht wieder genau das gleiche Video wie letztes Mal werden. Ich die Einrichtung einfach nur reinpacke. Ich will einfach was testen und wenn es klappt, dann habt ihr Spaß. Und wenn es nicht klappt, wird das ein mega Fail. Trotzdem viel Spaß. Ist jetzt zwar nicht das Meerschweinchen gewesen, von dem ich es gedacht habe, aber sie machen es alle. Wie Hunde. Wie Hunde nehmen die sich diesen Stängel und laufen damit weg. Vielleicht sollte ich mal noch einen zweiten holen. Sushi, möchtest du auch einen haben? Das sind übrigens Fenchelstiele oder Fenchelstängel oder wie die heißen. Ich guck gleich mal eben nach. Möchtest du einen eigenen haben? Sushi, guck mich doch mal an. Möchtest du einen eigenen haben? Ja, ne? Gut. Dann hole ich mal einen. Fenchelstiel Nummer 2. Stöpsel, wo hast du denn den ersten hingetan? Den hast du jetzt gut versteckt, ne? Sushi! Ah, sie hat ihn. Hey, ich habe hier noch einen. Wer möchte? Ah, wundervoll. Was guckst du da hinten so merkwürdig aus der Wäsche? Ich habe doch eigentlich gesagt, ich hole den für dich. Und guck mal, wer den jetzt hat. Ja, Edge, ich dachte, du willst einen haben. Wunderbar. Bist du glücklich? Leider kann ich es anhand meiner Verpackung gerade nicht mehr erkennen, ob es wirklich Fenchelstängel, Fenchelstiel, wie auch immer heißt. Aber egal, irgendwas mit Fenchel. So, das hat schon mal gut funktioniert. Stöpsel macht den nächsten Trick vor. Passt auf, das funktioniert mit einem leeren Gehege sicher ein bisschen besser als mit einem vollgestellten, aber ich zeige euch, dass das auch mit einem vollgestellten funktioniert. Erst einmal, worum geht es denn? Haben wir herausgefunden. Oh, Moment, Miel putzt sich. Das musste kurz sein. Und nun machen sie schon den Trick vor, offensichtlich. Wir haben herausgefunden, dass sie einfach jedes Mal durch diese Brücke laufen, wenn sie woanders steht. Und generell, wenn sie da steht. Aber das ist jetzt auch nicht gerade verwunderlich, da das ungefähr das einzige Möbelstück hier in diesem Gehege momentan ist. Achtung! Sushi, du blockierst. Genau, schön hinten anstellen. Eben mal hinten anstellen und weiter durchlassen. Dankeschön. Weiter, weiter, weiter. Aber wenn Miel da hinten nicht schlafen würde, wäre die auch mit dabei. Na, passt euch das nicht, wo die Brücke gerade steht? Kein Problem.
schießt neben der Brücke her? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Wollte doch sagen. Und nochmal. Yay! Mirli! Bist du mit dabei? Super! Und nochmal. So bekloppt das Tier. Achtung! Alles klar. Der Unmut wird größer. Ich bestücke mal das Gehege mit Möbeln und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder mit dem gleichen Trick, aber mit einem volleren Gehege. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Heu kommt gleich, denn das Heu würde natürlich unseren Trick jetzt wahrscheinlich gefährden. Aber keine Sorge, wir testen das ein, zweimal und dann gibt es auch sofort Heu mit Beweisvideo. Nachdem sie hier die Schaukeltonne ordentlich erkundet haben, können wir auch mit unserem Trick anfangen. Genau, geh du auch nochmal da rein, ist schön. So, dann testen wir mal. Weiter. Oh, Karambolage. Seht ihr, auch mit der kompletten Einrichtung? Oh. Bleibt der Tunnel interessant, wollte ich gerade sagen. Ein kleiner Randaleschweinchen. Und nochmal zurück, Sushi? Nee, ne? Jetzt erstmal was anderes. Genau. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Das war ja wirklich beeindruckend. Ja, da müssen wir jetzt aber mal eine Schippe nachlegen. Wenn ihr auch so beeindruckt seid, dann Daumen rauf und vergesst nicht zu abonnieren. Und guckt unbedingt bei den Schweinewohnern auf Instagram vorbei. Und lasst mal einen netten Gruß da. Guckt unbedingt auch noch den neuesten Apple War und das heutige Video auf die Müffelstücke. Wir wünschen euch alles Gute und man hört und stört sich. So, und jetzt muss ich erstmal eine Runde trainieren gehen. Da muss ich mithalten können.